Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum neuen Odin Einkaufen Spezial Weihnachten diesmal. Ich hoffe, das Licht und so ist alles jetzt okay. Das ist nur schnell jetzt auf die Schnelle gemacht. Das wollte ich eigentlich nächste Woche machen, das Video. Aber meine Frau hat jetzt gesagt, jetzt packe ich ein. Ja, und ich muss mit den Kindern gleich weg. Und ich würde aber gerne das Video noch machen. Und da habe ich gesagt, ganz schnell. Deswegen muss das jetzt leider etwas schneller gehen, weil Frauchen Angst hat, dass wir das nicht mehr rechtzeitig schaffen einzupacken. Heute ist der zweite, was ist heute der zweite? 4. Dezember. Noch 20 Tage, aber Frau, na egal, ihr kennt das ja. Und wenn Frau das sagt, dann, was wird's? Dann wird sie macht, logischerweise. Ich habe jetzt eins, habe ich hier noch nicht. Das ist, ja, wo ist denn das? Weiß ich jetzt nicht. Wo habe ich das hingepackt? Ach, das habe ich im Schrank gepackt. Ich habe noch ein Geschenk von Mirima bekommen. Das habe ich nicht verpackt, das habe ich so gelassen. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe es ja auch nicht gekauft, ich habe es ja bekommen. Da wird es dann später nochmal ein Video zu geben. So. Für meine Frau habe ich geholt für dieses Jahr eine Handtasche. Die hat da einen Handtaschenverschleiß, weil die sind auch immer schwer und viel drin und dann gehen die Henkel kaputt. Und diesmal habe ich gedacht, die ist zwar jetzt nicht direkt Leder, also hier oben die Griffe schon, aber das ist hier so Stoff, aber sieht mit dem Schwarzbraun ganz gut aus, hat auch ordentlich Tragevolumen und hier unten auch schön breit zum Hinstellen. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, dass es Stoff ist, aber das sieht sehr robust aus, der Stoff. Hier hast du dann doch nochmal so ein extra Tragegurt, damit du das Ding halt dann um so machen kannst, wie so eine richtige Handtasche und nicht so mit Henkeln und hier so, keine Ahnung, wie es heißt. So, und ich zeige euch das mal von innen. Innen ist dann halt so brauner Stoff. Und da haben wir dann halt hier eine Tasche und überall mit Reißverschluss. Und dann haben wir hier noch eine kleine, oder ach die, abgesteckte Tasche, wo so was wie es ich drin machen kann. Ja, und auch alles dicke Nähte, Reißverschluss aus Metall. Ja, also sieht ganz gut aus. Und ich hoffe, dass das was Gutes ist. Und ich hoffe, dass sie sich freut. Nicht, dass ich da was Falsches geholt habe. Darf aber Frauchen nicht einpacken. Das zeige euch jetzt einfach alles. Also das bringe ich nicht hoch, das packe ich selber ein. Muss ich das erstmal wieder in die Tüte reinkriegen. Weil das wäre ja Blödsinn, wenn Frauchen ihr eigenes Zeug einpackt. Ich kann euch auch noch ein bisschen was anderes, noch ein bisschen ein paar andere Weihnachtsgeschenke zeigen, die von meiner Mutter sind. Aber nicht alle, weil die sind bei ihr. Aber die, weil ich die für sie geholt habe. Und weil die meine Frau für sie einpacken soll, weil meine Mutter mit Gicht und Arthrose schafft es nicht mehr, das richtig einzupacken. Die hat da ganz arge Probleme mit bei. Und dann meine Frau sagt natürlich, es gibt Problem, packe ich ein für sie. So. Dann habe ich für die Große mal wieder eine Uhr gekauft. Eine schwarze mit Gold, so ein bisschen, nee, Silber wird ihr gefallen, weil es schwarz ist. Jetzt fragt ihr euch, Odin, warum denn schon wieder eine Uhr? Das ist ja jetzt mittlerweile die 5. oder 6. Uhr. Ja, und das gleiche Problem wie immer: Sie hat die Uhr kaputt gekriegt. Jetzt braucht sie eine neue. Das ist schlimm, was die Große an den Uhren Verschleiß hat. So, dann habe ich für die Große. Ach, ist doch nur eine Packung? Ich hatte doch mehr geholt. Saiten für die E-Gitarre. Und ich habe mich mit dem, der den betreuten Umgang gemacht für die Familienhilfe, auseinandergesetzt. Also gefragt, weil der spielt E-Gitarre, das weiß ich.
Also der macht die Treffen mit zwischen meiner Tochter und ihrer Mutter. Wenn die Mutter mal Zeit hat oder Lust hat oder wie jetzt fast ein Jahr sich nicht meldet, dann halt nicht. Der hat gesagt, die sind gut. Das ist eine gute Firma. Ja. Und jetzt will der will ihr auch zeigen, wie man die Gitarre stimmt. Da habe ich dann noch ein Stimmset geholt für sie. Das hat mir der liebe Soulfly empfohlen. Das hat der gefunden. Und da wurde mir auch gesagt, dass das ein sehr gutes ist. Oder ein gutes ist. Und kann sie auch an die Gitarre anschließen. Und hier hast du so Klinkekabel, Batterie ist mit bei. Dann kann sie ihre Gitarre dann stellen. Das wird ihr dann gezeigt und beigebracht. Dann ach so, das hat meine Frau gekauft. Da ist hier so, ach, das kann ich euch schlecht zeigen. Lauter Luftballons und Schriftzug, Happy Birthday und so. Alles in lila und so, in Lilatönen, braun und weiß und so. Und sie hat auch ein Geburtstagskleid gekauft für sie, weil. Ist jetzt nicht nur Weihnachten, also nicht nur Weihnachten, also ihr werdet sehen, die Kleine kriegt ziemlich viel, weil es ist nicht nur Weihnachten, es ist auch Geburtstag mit bei, weil die Kleine hat am 23. Geburtstag, 24. ist Weihnachten. Für die Große kommt noch ein Echo Show, der Große, also die Kugel, also nicht die Große, die kleinere Kugel mit Uhr, die ist aber lieferbar erst im Januar, vielleicht Ende Dezember, aber. Bis jetzt steht halt noch Januar da, die Mitte Januar so, ja, 12. bis 18. Januar. Aber ich hoffe doch, dass es vielleicht doch rechtzeitig kommen kann. Die kriegt auch zum Geburtstag ein lila Kleid an. So. Achso, dann werde ich mal gleich hier rüber packen, dass ich das nicht wieder in die Karton packe. Weil ich weiß nicht, was meine Frau alles einpacken will. Also es kann sein, dass wir das Unboxing, das Odin verpackt, ziemlich kurz haben, weil. Ja, meine Frau alles eingepackt hat und ich dann halt nur noch die Handtasche einpacken muss oder so. Dann, ach so, dann habe ich für die, haben wir für die Kleine, haben wir so ein Puppenset geholt. Ja, also das sind verschiedene Puppen. Die haben wir bei, ich mach mal so, dann seht ihr vielleicht besser. Die haben wir bei Otto geholt. Das ist Oma, Opa, Papa, Mama, große Schwester oder Bruder und ja, die Schwester halt. Ja. Und dann passend natürlich dazu seht ihr das? Ein Hundehaus mit Hund, Katzenkörbchen mit Katze und ein Kaninchenhaus mit Kaninchen. Weil sie kriegt zum Geburtstag oder Weihnachten, das wissen wir noch nicht, wie wir das machen. Was habe ich denn geholt? Ein großes Puppenhaus. Und dafür brauchst du halt die Puppen. Und wir haben auch noch Möbel und so. Das zeige ich euch auch gleich. So, dann für die Große ein. Das war ein Warenhausdeal. Da habe ich Glück gehabt, dass es ein Warenhausdeal war. Weil das Buch kostet eigentlich richtig viel Kohle. Was waren das? War, glaube ich, über 20, 30 Euro. Keine Ahnung. Ich werde euch die Links natürlich in die Videobeschreibung packen. Und dann noch ein anderes Gitarrenbuch, weil da wird das irgendwie beigebracht mit irgendwelchen extra Zeichen, nicht nur Noten, sondern irgendwie farbig irgendwie. Keine Ahnung. Achso, hier sind unter den Noten sind irgendwelche Zahlen drunter noch. Weil Noten kann sie ja doch nicht, die Große. Und dann habe ich gespart, also da habe ich auch einen Warenhaus-Deal. Weil die Bücher, die hätten sonst beide zusammen knapp ein Hunni gekostet oder so. Oder alleine das ähnliche hätte schon ein Hunni gekostet, glaube ich. Ich weiß nicht, jetzt aus dem Kopf gar nicht. Und da habe ich halt beim Warenhaus-Deal zugeschlagen. Mit viel Glück. Und so, dann haben wir hier. Sie kriegt halt dann zum Weihnachten und zum Geburtstag jeweils einen Toni noch.
Da haben wir dann hier so einen Prodi, den habe ich bei Rebuy geholt, weil der war nirgendwo anders mehr lieferbar. Und das ist Sterntaler. Wir haben uns vorher auf der Todi-Seite, das ist richtig toll, auf der Todi-Webseite oder wenn ihr die Todis schon habt auf, über die App, da könnt ihr euch die Todis alle angucken und da steht ganz genau drauf, bei welchem Todi was drauf ist. Also geht auf den Todi rauf und dann sagt 1, 2, 3, 4, 5 Geschichten und welche Schichten das sind und wie lang die gehen und so. Das ist richtig klasse. Und dann haben wir noch ein Todi, weil wie gesagt, sie kriegt zwei. Wir haben ja noch welche von Disney, die bei unserer Todi-Box mit bei war. Die möchte meine Frau ihr aber nicht geben. Und ein Gruffalo, das ist ihr auch zu gruselig und so. Sie kriegt nur die Schichten. Ja. Und da haben wir dann hier noch... Achso, das waren jetzt die Weihnachtslieder. Dann kriegt sie dann halt auch noch Weihnachtslieder. Ja. Oder was sind Weihnachtsgeschichten oder? Nee, Weihnachtsgeschichten. Eine Weihnachtsgeschichte und vier weitere Klassiker sind da drin. Die sind aber auch scheiß teuer, die Figuren, ey. 14 Euro eine Figur. Und wenn du sie, manchmal haben sie sie auch für 12 und für 13 Euro. Findest du bei Kleinanzeigen überall, aber ehrlich gesagt, wenn du sie bei Kleinanzeigen für 13 Euro kaufst oder 12 oder 11 Euro und dann schlagen die noch den Versand drauf, die 3, 4 Euro, dann bist du bei 14 Euro. Dann bist du bei dem gleichen Geld, was du bei Todi oder bei Amazon kostet. Und da hast du so ja Prime-Mitgliedschaft, da hast du gratis Versand. Also da sparst du dich wirklich. So, dann können wir das mal hier schnell wieder einpacken. Aber ich denke, da fehlt noch was. So. Dann haben wir das. Moment, das bringe ich mal schnell weg. Ach, da war noch was. Achso, ich habe Mikrofon noch nicht an. Moment. Da war noch was. Ich habe im Schrank ja noch die Tüte versteckt gehabt. Und jedenfalls kriegst du, die Klede kriegst du zum Geburtstag oder Weihnachten, jedes vorbei kriegst du ein Puppenhaus und zum anderen Tag kriegst du eine Spielküche. Und deswegen haben wir auch gleich noch Zeug für die Spielküche geholt. So, dann haben wir geholt für das Puppenhaus zusätzlich noch ein Wohnzimmer. Da haben sie jetzt alles gerade bei Lidl gehabt. Ich habe jetzt Friends nicht, das war gratis über die App. Dann haben wir Kinderzimmer. Ah, da sind so, glaube ich, sogar Puppen mit bei. So, dann haben wir einen. Führt für die Spielküche ein Toaster mit Ei und Brot und was weiß ich alles und Käse und Streuer und Haufen Zeug mit bei. So, dann haben wir ein Küchenmaschinen-Set mit Küchenmaschine, Ausroller, Ei, was man aufmachen kann und eine Schale. Ja. Und meine Frau hat dann auch noch geholt gehabt. Das ist aber schon oben bei ihr. Das hat sie Mitte des Jahres geholt. Auch noch Brot und Pizza und Kuchen, was man so zerschneiden kann. Das ist dann halt eben so ein Stück und da hat man ein Messer mit bei und das hält dann so mit Magneten und so. Ich hoffe, meine Frau ist so clever und macht dann
wenigstens sich Notizen, welche Geschenke was sind, weil nicht, dass sie dann halt das Puppenhaus zum Geburtstag kriegt und dann Haufen Zubehör für die Küche und die Küche kriegt sie halt den ersten Tag. Nee, danach. Also, so, dann. Das ist das Geschenk von Mirima. Das, ja, bleibt hier unten. Das wird nicht verpackt. Und von. Habe ich nicht die Kaffeemaschine? Nee. Und das hat meine Mutter gekauft. Und das verpackt meine Frau dann für sie. Das ist einmal so ein Teeservice. Da sind halt Teetassen, Teebeutel, Zucker, Pralinen, Kanne und sowas alles mit bei. Also das bringen wir dann natürlich, wenn es verpackt ist, zu Oma. Das ist, ich will es euch ja nur zeigen, also das gehört jetzt nicht zu unserem dazu. Eine Kaffeemaschine als Set, dass er so wie Papa sich schön Kaffee machen kann. Und dann noch ein Wohnzimmer, nee, Küchenset für das Puppenhaus. So, und Oma hat dann auch noch was anderes, aber das weiß ich nicht. So, das soll halt Frauchen verpacken. Das werden wir dann gleich wegpacken. So, Frauchen kriegt die Handtasche. Josi-Zeug habt ihr gesehen. Also bei Josi kommt halt, wie gesagt, noch dazu, dass der Echo und ich werde wahrscheinlich noch mal ein paar Saiten holen, weil der Betreuer hat gesagt, da gibt es verschiedene. Ich habe mich nämlich jetzt dann noch mal schlau gemacht. Da gibt es verschiedene Dicken und so, um verschiedene Töne zu machen. Also werde ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch mal zwei, drei andere E-Gitarren-Saiten holen. Also auch gleich ein Mehrpack, wo halt mehrere mit bei sind. Dass er da auf der sicheren Seite ist. Ja. Dann kommt noch, hat sie das alles für E-Gitarre, weil sie hat sich alles für die E-Gitarre gewünscht und eine Uhr, weil ihre Uhr mal wieder kaputt ist. Und dann kriegt sie noch den Echo. Müsste eigentlich, glaube ich, jetzt alles sein. Ich wollte ihr noch einen DVD-Player holen. Beziehungsweise. Oh. Jetzt kommt sie natürlich angeschissen. Nee, ist nur Gott sei Dank nur meine Frau. Ich wollte ihr eigentlich noch für die große einen DVD-Player oder einen Blu-ray-Player holen. Der halt unabhängig von der PlayStation ist, weil die PlayStation ist auf 2 Stunden am Tag begrenzt. Danach kann sie nichts mehr mit der PlayStation machen, damit sie halt nicht ununterbrochen daddelt. Aber ich habe halt keinen vernünftigen Blu-ray-Player für einen guten Preis oder schmalen Preis gefunden. Muss ja nicht mal 4K sein, aber 80, 90 € wollte ich dafür nicht ausgeben, weil dafür kriegst du schon 4K-Blu-ray-Player. Da habe ich ja meinen 4K-Blu-ray-Player schon gekriegt für. Können Sie gleich anziehen. Hier, guck mal, Hase. Ich habe, hier ist unsers. Die Kaffeemaschine war auch von Oma, wa? Ja. Hier ist unsers. Das ist das von Oma. Im Kinderzimmer ist schon, im Schlafzimmer auf dem Bett ist noch der Karton mit Josies Zeug und dem anderen Zeug. Also die Uhr und die Saiten und für Juna auch die Tonis und das alles. Das ist in einer anderen Kühltasche. Also sind die hier. Das muss nicht verpackt werden. Das ist ein Geschenk von mir, also von Mirima. Dann, das muss auch nicht verpackt werden, das ist deins, da guckst du jetzt bitte nicht so hin. Da guckst du wieder in die andere Ecke. Und, ja, das war dann eigentlich. Das Außer Große. die Süßigkeiten, die zeige ich euch jetzt nicht, die sind alle noch im, die sind aber bei Oma. Ja, das Puppenhaus habe ich gezeigt, als Bild. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist schwer. Und die Küche, die ist bei dir im Keller. Ich sag, Sie können sich anziehen, ja? Ja, warte mal. Die Süßigkeiten müssen wir dann von Oma noch holen. Also, weil die Süßigkeit habe ich bei meiner Mutter im Bunker. Da haben wir dann noch so eine Tasche mit Süßigkeiten für die Kinder. Das war alles, oder? Mehr ist da nicht. Oder kommt noch irgendwas? Ich habe nur gesagt, dass du noch so ein Set oben hast mit Eiern und Wir Pizza müssen und es was weiß so ich. hoch, sonst will Juna wieder runterkommen. Ja, geh schon. Ich packe das gleich alles aufs Bett, dann kann es losgehen. Ja. Leg alles aufs Bett, bitte. Ja, ich lege alles aufs Bett. So, Frauchen war unten. Hat sie Gott sei Dank nicht gesehen. Ja, das packe ich jetzt alles aufs Bett. Ich schnapp mir die Kinder. Wir fahren zu meiner Mutter im Garten, weil hat ja geschneit. Da wollen sie einen Schneemann bauen, gucken, ob noch Schnee steht oder was weiß ich. Dann müssen wir die Zeit rumkriegen und gucken, was Frauchen alles schafft, einzupacken.
wird mein Odiva-Shoppen dies Jahr etwas kurz ausfallen, weil ich werde dann halt nur für Frauchen das einpacken. Vielleicht von Josie insbesondere Sache, was Frauchen nicht schafft. Wenn sie, vielleicht schafft sie auch alles, aber ich bin froh, dass ich das Puppenhaus und die Spielküche nicht einpacken muss. Oh Gott, das wäre, oh Gott, unhandlich schwer. Und wir haben uns entschieden, also meine Frau und ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass die Puppe, das Puppenhaus und die Spielküche im Karton verschenkt wird, also dass es so kriegt und dass wir dann zusammen das aufbauen, weil das, da freut sie sich auch immer, die Kleine. Dann kann sie zwar nicht gleich loslegen mit dem Puppenhaus, aber wir bauen das ja zusammen auf. Und das freut sie ja auch immer, da, wenn ich hier die Schränke zusammen gemacht habe und so. Oder für Josie den Schreibtisch, da hat sie ja auch mitgeholfen. Und da freut sie sich dann immer sehr und deswegen kriegt sie das alles unaufgebaut. Wir bauen das halt an dem Tag dann zusammen auf und dann kann sie loslegen mit Spielen. So. Das soll es dann wohl soweit erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt eigentlich alles. Außer die Süßigkeiten, die kann ich euch nicht zeigen. Die stehen halt bei Oma. Die kann ich hier nicht bunkern, weil es hier warm ist. Und ich nicht mehr genug Platz hatte. Und ich und die Große halt überall nachschnüffelt. Und rein zufällig. Sie wollte ja nur was. Sie wollte ja nur Klebeband holen. Und da hat sie rein zufällig was gefunden. Und ja, da musste da halt hier immer aufpassen, wo du was hinpackst. Und ja, deswegen ist das bei Oma. Das, da war auch gleich beim Einkaufen gleich zack, gleich zu Oma gebracht. Da war schon nach und nach geholt, hier diese, wie heißen sie gleich, diese komischen Würfel hier mit Marzipan und das alles. Also Nougatstangen haben wir geholt, wir haben Marzipanstangen geholt, dann einzelne Weihnachtsmänner in verschiedene Größen, komplette Pakete. Also von so einzelnen Zeug, was wir dann halt selber zusammenmixen können. Also das war also mehrere Pakete von diesem einzelnen Zeug, wo wir dann halt sagen können, für Oma, Opa, für die Kleine, für die Große, dass wir dann halt da verschiedene Süßigkeiten, Tüten backen können. Und dann, ja, Frauchen hat da so Dekotüten oben, die hat sie sich auch schon Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres geholt, aus Pappe. Die werden dann so aufgemacht und dann kommt das da rein, dann kann man das reinstellen und dann sieht das schick aus. Ja. Jetzt ist die Große da. So, jetzt muss ich aber wirklich Schluss machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es alles jetzt ein bisschen schneller und abrupt ist, weil Frauchen, die sich gedacht hat, machen wir heute. Ich wollte eigentlich nächste Woche in Ruhe machen. Aber egal. Ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch alles, was ich jetzt hier so habe, größtenteils verlinken können. Ich werde wahrscheinlich die zur Lidl-Webseite verlinken oder mal gucken, ob ich die gleichen Produkte auch bei Amazon oder woanders finde. Weil bei Lidl sind die immer ziemlich schnell weg. Und die anderen Sachen, wie Puppenhaus und so, die kann ich euch sowieso bei Amazon und bei den anderen Shops verlinken. Das ist kein Problem. So, ich bin jetzt weg. Euch allen noch etwas schön. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Wo eigentlich jetzt meine Fernbedienung? Ich suche die. Ach, da.